Freude beiseite. Ich dachte mir mal, weil ich heute schon ein bisschen länger unterwegs bin hier, ich mache mal so ein Video über den Angel GT2. Ich habe bisher immer Videos gebracht vom Angel GT2, wie er denn so funktioniert. Und er funktioniert super, aber ich habe den Angel GT2 bisher immer nur getestet oder immer nur gefahren im Sommer. Auf der Grand Prix-Strecke, Rennstrecke, Straße, immer nur bei schönem Wetter. Jetzt nehme ich euch mal mit hier so ein bisschen bei etwas kälteren Temperaturen. Wir haben draußen gerade wir haben gerade 3 Grad hier draußen. 3 Grad, Straßen sind nass. Und dann nehme ich euch gerne mal mit, um zu zeigen, wie der Reifen bei dem Wetter funktioniert hier. Weil ich bin da einfach von begeistert, jetzt für die Maschine hier. Mit Traktionskontroller und ABS, klar. Aber das geht nicht an bei mir hier. Und ja, nehme ich euch gerne so ein bisschen mit hier. Klar, ich übertreibe es jetzt nicht hier, aber ich werde schon ein bisschen Gas geben hier. Für mich jetzt so wie ich immer fahre halt im Winter. So wie ich mich auf dem Reifen wohlfühle. Und ich bin jetzt schon ein bisschen gefahren jetzt. Ich habe gerade noch ein, zwei andere Videos gedreht noch und dachte mir, komm, jetzt machst du mal ein Video hier. Weil ich wieder mal nachgefragt habe hier, wie ist denn der Angel GT2, ne, bei nassen Straßen, bei kalten Temperaturen. Ja, das machen wir heute mal. Da nehme ich euch gerne so ein bisschen zu mit. Denn die Straßen sind feucht und nass. Mehr nass als feucht. Und Temperaturen sind auch, wie gesagt, bei 3 Grad liegen wir gerade. In den höheren Lagen lagen wir teilweise vorhin bei 0 Grad. In den unteren Lagen, hier bei uns in der Region, liegen wir so bei 5 bis 8 Grad ungefähr. Ja, ist ja genau das, was der eine oder andere wissen wollte. Und dann nehme ich euch mit. Ja, also, wir schauen mal hier, wie der Angel GT2 sich macht, so ein bisschen hier, wie er sich verhält von der Haftung her. Bis jetzt kann ich nur sagen, ich bin positiv überrascht. Ich kann mit dem Reifen sehr viel machen hier. Ich finde das richtig, richtig geil. Und der Reifen macht auch wirklich mit hier. Auch bei höheren Geschwindigkeiten, die Kurven. Klar, man soll sich übertreiben. Ich fahre nicht so wie im Sommer, so mit dem Knie raus und, ne, und so weiter. Sondern man fährt schon ein bisschen aufrechter. Aber trotzdem, dafür ist er trotzdem richtig gut. So, gucken wir gerade hier auf der Geraden hier. Ich fahre mal so 50 hier. Das ist ja E50 in der Ortschaft hier. Schmeiß mal den Anker gleich rein. Gucken, wer sich verhält hier auf der Geraden hier. Neben dem mir keiner ist. Gerade nach vorne, wir machen gleich einmal das gucken, wie schnell wir zum Stehen kommen. So, da vorne am Anhänger bremse ich mal gleich. So, ich fahre schon 50 jetzt hier. Mal Anker reinschmeißen jetzt, und zwar jetzt. Und nasse Straße, der Reifen, der packt. Ja, alles gut. Richtig gut. Klar, mit ABS, was ich habe hier, aber das hat ja mittlerweile eh fast jede Maschine. Und ich fahre mal 70 hier, hinterm ist wieder alles frei. Machen wir mal 70 Anker, schmeiß mal 70 Anker gleich rein hier. Dann extra ein bisschen mehr rechts hier, wo es ein bisschen mehr nass ist. So, bremst nochmal jetzt, und zwar jetzt. Ja, auch hier, wunderbar. Der Reifen, der bremst, hervorragend. Und weiter geht's. So. So, fahren wir 100, machen wir aus 100 mal eine Bremsung, aus 100. Da hinten in die Ortschaft rein gleich. Auf der Geraden gleich hier. So, hinter mir ist alles frei, hinter mir. Ich fahre gerade 100. Und bremse jetzt. Auch hier, der Reifen bleibt stabil, der Reifen. Bremse ist länger, aber alles gut. Ja. Na, ersten Gang wieder rein und weiter geht's. Ja. Also. Da rutscht auch nichts. Gut, ich habe ABS. Vorne habe ich jetzt ohne ABS gebremst. Vorne versuche ich immer ohne ABS zu bremsen. Hinten trete ich immer voll rein. Vorne suche ich meinen Schleifpunkt. Bin dann immer kurz vorm ABS. Krankenwagen vorbei lassen hier. Und für mich ganz wichtig, für mich privat selber jetzt, für mich persönlich hier, wie der Reifen sich auch bei den Temperaturen verhält hier.
weil ich es bisher noch nie testen konnte. Und ich von dem Reifen im Sommer überzeugt bin für meine Maschine hier. Und jetzt im Winter bei kalten Temperaturen ich das auch testen kann jetzt hier. Da hinten geht es jetzt ein bisschen weiter, da hinten gleich ein bisschen kurvenreich, gleich streckenmäßig fahren wir da ein paar Kurven so ein bisschen. Ich werde mich nicht so reinigen wie im Sommer, ne? Das braucht ihr nicht erwarten von mir, aber ich fahre schon so ein bisschen so wie ich vorhin auch gefahren bin. Und darum mache ich den Tester hier, weil ich von den Reifen einfach überzeugt bin, begeistert bin, weil er wirklich gut mitspielt hier bei Temperaturen. Und dann schauen wir mal. Ich halte einen Bubble jetzt, nach der Kurve vorne kommen ein paar schöne Strecken gleich. Da nehme ich ein bisschen mit jetzt hier, ein bisschen Kurven fahren hier. Und dann schauen wir mal. Na, fahrt mit. Bis gleich. Parkplatz, schöne Rohrantun hier oben.
Ja. Fahren wir jetzt nicht mehr mit ein paar Meter noch hier. Ihr habt im Video gesehen jetzt, was der Reifen kann, was er nicht kann, der Reifen hier. Wie er sich bei nassen Temperaturen verhält, der Reifen. Und ja, also Fazit kann ich nur sagen, eigentlich, dass bei Temperaturen wie jetzt man anders fährt, klar, das macht jeder, aber der Reifen trotzdem zu der Maschine hier wirklich passt, zu meinem Fahrstil passt. Ob der Reifen zu euch passt, zu eurem Fahrstil, das weiß ich nicht bei den Temperaturen hier, aber ich kann nur sagen, vom Grip her, vom Gripniveau her ist der Reifen jetzt hier für mich, auch bei den Temperaturen, gut. Er rutscht nicht, ne? In höheren Lagen, wo wir gerade gewesen sind, hatten wir dann 3 Grad, jetzt waren wir wieder so um 7 Grad, haben wir jetzt hier unten wieder in den unteren Lagen. Der Reifen, der funktioniert für mich wirklich auch bei den Temperaturen richtig gut. Viele haben immer Angst wegen der Kaltkörper und so weiter irgendwo. Klar, der Reifen muss ein bisschen warm gefahren werden wahrscheinlich. Ne? Und dann geht er doch. Ja, und er ist halt ein Tourensportreifen, der für beides ausgelegt ist. Für tiefe Temperaturen und für hohe Temperaturen. Ganz hohe nicht. Ja, dafür brauchen wir wieder einen anderen Reifen. Und ich bin wirklich begeistert davon, dem Reifen jetzt hier. Und kann ich sagen, jetzt hier. Heute haben wir die Möglichkeit gehabt, zu testen so ein bisschen. Na, auch mal bei kalten Temperaturen, bei Nassgrip so ein bisschen, wie er sich da verhält. Und da verhält er sich genauso gut für mich wie. Ja, was heißt wie? Ich hatte nie die Möglichkeit gehabt, bisher großartig. Ne? Reifen zu testen, weil ich immer schön Wetter gefahren bin. Heute ist ja auch schön, aber die Straßen sind halt nicht schön. Und dann macht der Reifen alles mit, der Reifen soweit, ne? Alles gut. Der Grip, auch wenn er anzieht hier am Gas ist hier, der packt sofort hier, der rutscht nicht. Und da macht einfach richtig Spaß, der Reifen. Für die Temperaturen jetzt. Ne? Klar, das würde man ganz immer übertreiben, so ein bisschen hier. Ja, aber hier am Gast hier so ein bisschen hier. Er rutscht nicht, er bricht nicht aus, alles ist gut. Ja, genauso soll es sein. Das war noch Spaß hier in dem Reifen. Gut, ja, also Fazit wie gesagt, auch bei kalten Temperaturen, wenn es nass ist auf der Straße hier, spielt der Reifen schön mit hier. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Ich bin kein Profi im Testen jetzt hier. Dafür gibt es Experten, die das alles machen und so weiter. Ich bin ganz normaler Motorradfahrer, so wie ihr auch. Und ich hatte halt schon viele, viele Reifen gefahren mit der Maschine jetzt hier. Ich fahre die Maschine jetzt, die MT10 fahre ich seit 97. Nicht die hier, aber die Vorgängermaschine und die SP hier fahre ich jetzt seit 3 Jahren. Und da habe ich schon einige Reifen gefahren und dieser Reifen macht richtig Spaß als Tourensportreifen. Und ich kann nur sagen, jetzt von meinem Empfinden her, für mich ist es der perfekte Reifen für die Maschine, er passt gut zu mir. Und wenn ihr da mal testen wollt, haut mir euch drauf, ist der Reifen, mit dem ich bisher am sportlichsten fahren konnte, so von den Tourensportreifen, ist der Reifen, das wundert mich eigentlich, der am längsten gehalten hat bei mir, 7000 Kilometer. Ich habe schon einen zweiten Satz drauf hier, der hat jetzt 1300 Kilometer runter, der zweite Satz hier. Und die 1300 Kilometer habe ich jetzt nur bei dem Wetter gefahren, jetzt hier, immer wenn es kalt war. Meistens bei trockenen Straßen, heute mal bei nassen Straßen. Und ja, er gibt mir ein gutes Gefühl, es macht Spaß. So zu fahren mit ihm hier. Und naja, okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video hier. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen. Habt ein bisschen mitbekommen davon, wie der Reifen sich verhält hier. Ob das für euch ist oder nicht, das müsst ihr entscheiden. Ich kann nur sagen, ich bin zufrieden damit. Er passt zu mir. Und man kann ein bisschen zügiger in die Kurven fahren hier. Auch wenn es nass ist. Okay, ja, ich sag mal, wenn es euch gefallen hat hier, lasst mir einen Daumen nach oben da. Oder nach unten, so wie ihr meint. Abonnieren wäre ganz geil. Und
Ja. Ich sag mal. Bis zum nächsten Video. Euer Makomak. Ciao.